Yo Leute, was geht ab? Der Pull am Start. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft 1.8. Oh. Und ja, es geht weiter. Ich habe bloß ein Konzept geändert, das ich mir selber hier gemacht hatte bei YouTube. Und ja, ich weiß das gar nicht. Es müsste Tag sein. Nach der Map zu urteilen, müsste es Tag sein. Und bevor ich weitermache, bevor ich vergesse, was ich machen wollte, mache ich das jetzt schnell. So. Ja. Genau so muss das sein. So, Start. So. Haben wir nur kurz einen Timer gemacht. So. Weiter geht's. Yeah, bau ab. Hier. So. So. Yeah, es ist Tag. Okay, das gefällt mir schon mal recht gut. Irgendwie kommt es mir da so verpixelt vor, aber es ist nur durch die Weite. Sieht es nur so aus. So, ich weiß jetzt nicht, denn ich habe dieses Biom ja nicht gefunden, wonach ich suche. Und ich finde, es ist schon zu lange Expedition, dies, das. Deswegen würde ich sagen, ich baue das jetzt hier mal ab. Und begebe mich wieder zurück nach Hause. Das wäre so jetzt mein erster Einfall gewesen, dass ich mich jetzt begeben nach Hause tue. Dann würde ich endlich das Haus zu Ende bauen. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen, was ich hier machen könnte. Natürlich laufe ich hier noch auf eine Richtung zu, wo ich noch nicht war, aber halt in Richtung wieder nach Hause. Muss ja auch mal sein. So, Holz haben wir ja. Das heißt, Werkbank und so haben wir auch. Das ist denn gar kein Problem mehr für einen King. Ne? Nehmen wir uns ein bisschen Kohle mit für Fackeln. Und falls ich Eisen finde, nehme ich es auch gleich mit. Dann kann ich sogar auch noch Eisen unterwegs schmelzen und mir die nächste Spitzhacke machen. Vielleicht noch was anderes. Das werden wir dann eventuell sehen. So. Gibt es hier Eisen? Gibt es hier Eisen? Gibt es hier Eisen? Nein, hier gibt es kein Eisen. Ich will jetzt nicht die komplette Kohle abbauen, denn die Spitzhacke hält ja auch nicht mehr ewig. Nur noch 16 Mal. Ich kann hier ja nebenbei ein paar Evil Chickens mitnehmen. Ne? Evil Chicken, ey. Ah, das haben wir schon lange nicht mehr gehört. So, per. Gepair. Yeah. Gepair. Yeah. Ja, nebenbei halt XP sammeln. Läuft, läuft. So, was hatte ich denn heute noch vorgehabt? Was gibt's sonst so Neues? Ach ja, genau, das Format. Denn es werden jetzt täglich 3 Folgen kommen. Täglich werden 3 fucking Folgen kommen. Und ja, ich versuche es so lange wie möglich durchzuhalten natürlich. Ich hoffe natürlich, ich halte es komplett durch, vielleicht irgendwann sogar noch 4 Folgen. Aber ich möchte jetzt nicht an den Teufel an die Wand malen, denn 3 Folgen am Tag, das sind 21 Videos in der Woche, sind schon viel, würde ich mal so sagen. Also, ne, brauche auch nicht zu meckern dann. Wenn täglich 3 Videos kommen, ne? Ja, was soll ich dazu noch sagen, Alter? Ich bin sprachlos. Essen natürlich mitnehmen. Muss sein. So, Gepär, so, danke. Danke, danke. So. Da sind auch noch Schweine. Aber ich will jetzt eigentlich so viel Essen sammeln. Ich würde ja lieber dieses eine Biom finden oder halt jetzt noch Eisen. Damit ich mir noch eine Spitzhacke machen kann. Habe ich mir ein paar Kartoffeln zur Seite gelegt? War ich so intelligent? Nein, war ich nicht. Super. Scheiße. Das ist jetzt wirklich kacke, ey. So hätte ich jetzt noch Kartoffeln anpflanzen können, aber. Ha. Ja. Dummheit bestraft das. Ja, egal. Dumm.
wie es hat, Pech im Spiel und Glück in der Liebe oder irgendwie so war das, ne? Dieses Sprichwort. Das kann ich ja nur noch sagen, so alles hat einen Haken, nur die Wurst hat zwei, ne? ja. Da ist Schnee. Da denke ich auch wieder an diesen einen Film, so. Ah, Schnee im Sommer. Ja, wer kennt den Film? Wer kennt diesen Spruch? Ah, Schnee im Sommer. Wer kennt diesen Spruch? Das ist nämlich aus dem Film Herr der Ringe Part, Teil 1 sozusagen. Bloß die parodierte Version davon. Ja, ich hüpfe hier mal wieder so wie Behindi rum, Junge. Ah, oh, meine Fresse. Kriegst du überhaupt noch mal gebacken, da hochzukommen? Hallo? Ja, danke. Danke. Funktionier. Funktionier. Ja. Ja, ich bin oben. Yeah. Oh, ja. Yeah. So. Das Rushen war sozusagen nach Hause durch. Fuck, ich glaube er. Den Homepoint sehe ich gar nicht, weil das ist das neue Haus, was ich machen wollte. Aber dazu kommen wir dann noch irgendwann später, wenn das erste Haus endlich mal fertig ist. Denn erst muss ja das erste Haus fertig werden, bevor wir dann das zweite Haus anfangen. Nee. Und die Verbindung müssen wir uns auch noch überlegen. Das hat weh. Ist mal was. Ey, so blöd von mir, dass ich diese fucking Kartoffeln alle gebraten habe. Ey, wie behindert kann man nur sein? Egal. Ich finde bestimmt noch mal irgendwann anders ein Dorf. Oh, guck mal, hier sind sogar noch Mobs, die nicht gespawnt sind. Das ist krass. Ja, Hexe, Creeper, zwei Spinnen. Da oben ein Zombie. Aber soll uns gar nichts interessieren, denn wir rushen hier durch. Ich sehe ja die Waypoints da hinten. Ich hoffe bla mal bloß. Oh mein Gott, sind hier viele Mobs, ey. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Sind hier viele Mobs, Eier. Ja, ich glaube, wenn die Chance halt nicht geladen werden, bleiben die Mobs, bis du da durchlöst und erst dann verbrennen sie oder die spawnen sie halt. Je nach Art. Je nach Klasse. Je nachdem, wie viel Klasse diese Viecher haben. Ja, nee, ist klar. Joa. Wie einige schon bemerkt haben, es gibt jetzt ein neues Format halt auch noch auf YouTube von mir, auf meinem Channel, und zwar halt das Let's Talk. Und das wird wahrscheinlich jede Woche einmal kommen, am Sonntag. Weil es mir so passt gerade. Jeden Sonntag so ein Let's Talk. Mal sehen, vielleicht wird es länger, vielleicht nicht. Ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch so eine Länge passt oder in welchen Abschnitten ihr es haben wollen würdet, also auch in 15 Minuten Parts oder als ganzes Stück oder über welche Themen ich quatschen soll, könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich suche mir dann ein paar Leute zusammen und hier haben wir schon das nächste Dorf. Alter, wir finden hier voll Dörfer, Junge. Ja, ich klaue ich mal nur die Potatos. Potatoes. Ups, ups. So. So. Habt ihr noch Möhren? Ihr habt nur Potatoes, ne? Schade. Habt ihr keine Karotten? Nichts Gesundes. Doch da. Oh. Koratten. Karotten. What? Was? Was ist das? Es wird Nacht. Oh, shit. Oh shit, es wird Nacht. Du bist voll billig. Es wird aber Nacht. Das sind wieder Karotten und es wird Nacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Kacke. Damn it. Bruder, was geht? Danke, dass du mir die Tür aufgemacht hast. Ich so, guck mal, machen wir
Dirt Block vor und Zombies nichts machen. Zombies brav. So, wir jetzt warten hier auf Emanuela. Ja, müssen wir wieder die Nacht überleben. Läuft, das heißt wieder 8 Minuten rumstehen und Kopf zerkrümeln. Obwohl, ich bin eigentlich gut ausgerüstet. Ich müsste eigentlich die Nacht so überleben können und weiterlaufen können. Theoretisch. Ne? Aber ich will jetzt ja nicht sagen, dass ich das auch schaffe. Ne? Also, oh fuck, ich bin über 1000 Blöcke weit, Alter. Ich sehe nicht mal die Waypoints. Ey, das ist krass. Nicht mal, wenn ich ranzoome. Zoom, 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 zoom. Zoom. Yeah. Zoom. Scheiße, Alter. Das ist so unlustig. Es ist so unlustig, einfach nur. Ich weiß selbst nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Nee. Ach ja, und übrigens für alle nochmal als Information. Denn das Projekt Minecraft Tacket, was ja auch momentan auch nur läuft, wird nicht ewig laufen. Das wird kein Let's. Es ist zwar ein Let's Play, aber es wird jetzt nicht so lange gemacht, bis ich wirklich so sage, ey, tausendste Folge. Ja, geil. Soweit natürlich nicht. Es wird nur so lange fortgeführt, sozusagen, bis das richtige Projekt denn starten wird. Das wird halt nur so zum wieder einfügen, so den Kniff wieder rauskriegen. Wie macht man was und so, damit man einen besseren Start hat, so, ne? Es wird halt so ein kleines Vorab. Ist es ja eigentlich schon. Aber halt nicht durchgehend, so wie Minecraft Singleplayer dieses hier. Das wird so jeden Tag kommen. Also jeden Tag war bisher geplant eine Folge Minecraft und eine Folge Halo. Sorry. Nee, Halo nicht. Halo habe ich ja keinen Bock. Ich meine Tacket. Aber, was würdet ihr denn lieber sehen wollen? Würdet ihr lieber Tacket sehen wollen, zweimal am Tag oder lieber Minecraft Singleplayer? Weil ich habe leider jetzt momentan kein drittes Projekt offen, da ich Halo nicht mehr machen kann. Momentan. Und Trend ist auch vorbei, da sich niemand an die Regeln gehalten hat, außer natürlich wir. Und komplett alle Bases gegrieft wurden und wir haben da drin gar keinen Sinn mehr gesehen. Und haben das Projekt abgebrochen. Alle haben dafür abgestimmt. Und ja, so sieht's aus. Das heißt, es fallen schon zwei Projekte weg. Das heißt, ich habe nur noch bisher Minecraft. Das Let's Play hier, also. Und Tickets. Ja. Wenn ihr ein Spiel habt, was ihr mir empfehlen könntet, was ich mal anzocken sollte oder sonstiges, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ich werde mir jeden Kommentar durchlesen und natürlich auch auf die meisten antworten, wenn man mich was fragt. Und ja, ihr könnt mir gerne irgendein Spiel vorschlagen, was ich mal zocken sollte, beziehungsweise auch aufnehmen natürlich sollte. Und ja, dann wird das auf jeden Fall ein neues Projekt. Also, ihr entscheidet. Was soll kommen? Livestreams wird es auch wieder bald geben. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was für eine Zeit oder besser gesagt, an welchem Tag ein Livestream kommt. Wahrscheinlich werde ich das dann nach Lust und Laune machen. Aber das auch wiederum erst, wenn ich ein paar Kriterien im Real Life erfüllt habe. Ich habe ja. Das war so ein Schock, ey. Ohne Scheiß, das ist so eine Story, das muss ich mal erzählen. Denn, ich wollte mir mal so nachfragen. Ich bin ja bei Kabel Deutschland Kunde bei Internet und Fernsehen. Und ich wollte mal nachfragen, so, ne? Wieso, was für eine Internetleitung ich ja momentan so habe, wusste ich halt nicht. Und das Geile ist,
Die Olle da bei Kabel meinte so zu mir, ja, sie hätten eine 8.